ist doch schön, wenn mal etwas funktioniert. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen, der exotischen Pflanzen. Hier sehen wir ja den Buddha-Baum, Ficus religiosa. Haben wir damals versucht, zur Aussaat zu bringen, hat wunderbar funktioniert. Dann haben wir die Steckling vermehrt, hat wunderbar funktioniert. Und eigentlich sollte das ein Kandidat sein, den wir mal zu einem Bonsai heranziehen können, wollten. So war die Theorie. Ich würde sagen, nicht wirklich, es sei denn ein Großbonsai. Also mit so großen Blättern wird das nicht ganz so einfach sein. Natürlich kann man ihn mit verschiedenen Maßnahmen, Schnittmaßnahmen an den Wurzeln und im Triebbereich natürlich etwas kleiner formieren in dem Sinne, dass die Blätter etwas kleiner werden, aber richtig klein werden sie natürlich nicht. Das wird so bleiben im Prinzip, wie es ist. Also wie gesagt, ein bisschen kleiner vielleicht, aber vielleicht die Hälfte, aber ansonsten nicht wirklich so geeignet als Bonsai in dem Sinne in Kleinformat. In Großformat sicherlich interessant vielleicht, ne, aber nicht so mein Ding. Ich mag es ja eigentlich lieber klein, klein am kleinsten. Und von daher, okay, lassen wir ihn einfach mal weiter wachsen. Mal sehen, wie er sich entwickelt. Steht unter der Zusatzbeleuchtung, die ganz weit oben drunter hängt. Und das scheint ihn sehr gut zu bekommen. Deswegen kriege ich ihn jetzt auch nicht so schön ins Bild, weil er das Licht halt von oben bekommt. Ne? Ich meine, von so sieht es mega cool aus. Aber seitlich gesehen ist es natürlich immer schlechter drauf zu kriegen. Aber nun ja, er ist wunderschön gewachsen. Okay, das hat funktioniert soweit, so gut, alles okay. Dann haben wir die Kakaopflänzchen. Da hat sich jetzt was ganz Interessantes gezeigt. Wie gesagt, manches klappt ja einfach so mittlerweile, weil es ja in der Pflege einfacher geworden ist. Okay, das Schätzchen ist mega cool gewachsen, hat ein großes Blatt mittlerweile, ne, richtig schön groß, und bekommt ein neues kleines Blättchen, was wunderschön jetzt hier herauswächst. Und da hat sich etwas gezeigt heute Morgen, wo ich etwas überrascht war. Und zwar stehen die auch hinten auf dem Tisch, wo die Zusatzbeleuchtung ganz unter der Decke hängt fast. Der Tisch steht an einer Heizung. Ein Teil von dem Tisch bekommt natürlich auch Strahlungswärme. Und da hat sich etwas gezeigt, wo ich jetzt nicht mit gerechnet habe. Aber gut, dass ich das so mitnehme, denn manchmal gibt es auch Sachen, die passieren, wo man nicht mit rechnet. Und dann passiert etwas und du weißt nicht warum. Hier weiß ich jetzt warum. Auch das ist ein Kakaopflänzchen. Das ist das Ding, Schätzchen, was noch in dem Untersetzer stand, was er dann hier hineingesetzt hat, nachdem wir die anderen hier rausgeholt haben und die Selbstbewässerung gepflanzt haben, was auch wunderbar funktioniert hat, aber der hat heute Morgen schlapp gemacht. Ja, und dann habe ich mal nachgemessen, die Temperatur im Wasser ist knapp bei 23 Grad, bei den anderen Töpfen der Selbstbewässerung haben wir so circa 19 Grad, 18 bis 19 Grad. Jetzt ist also so, diese 23 Grad sollten eigentlich noch nicht zu viel sein. Jetzt ist aber tatsächlich so, dass diese Pflanze auch noch Strahlungswärme von der Heizung abbekommen hat, denn sie stand ganz am Rand vom Tisch. Und dementsprechend hier die Heizung, das heißt, die Strahlungswärme ist dann direkt an die Pflanze, nicht nur an den Topf gekommen. Und ja, die Pflanze konnte nicht ausreichend Wasser nach oben saugen, weil sie schneller Wasser verdunstet hat, als sie nachsaugen konnte. Und von daher ist sie tatsächlich schlapp gemacht. Ich hoffe mal, dass sie es noch überlebt. Also ich habe jetzt nochmal frisches Wasser nachgefüllt, ein bisschen, ein Drittel etwa. Und das Ganze steht jetzt hier im Raum, die Temperatur sinkt dementsprechend natürlich wieder. Jetzt hoffe ich, dass er es schafft. Also ob er es nicht schafft oder ob er es schafft oder... Naja, das keine Ahnung, werden wir sehen. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, warum diese Pflanze schlapp gemacht hat. Ne? Das ist einfach die Strahlungswärme, die sie abbekommen hat, weil sie noch nicht ausreichend Wurzeln hatte, um sich selbst richtig versorgen zu können. Denn hier sind also nicht wirklich viele Wurzeln. Ne? Siehst du? Und von daher war das jetzt nicht so optimal. Okay, lassen wir jetzt mal so hingestellt, damit ihr sehen könnt, was eben auch passieren kann. Ne? Strahlungswärme an einer Pflanze, nicht ausreichend Wurzeln, dementsprechend Blätter, die Wasser verdunsten und die Pflanze kann nicht ausreichend Wasser nachziehen und dementsprechend macht sie halt schlapp. Ist so gegeben, ne? Das habe ich jetzt so beobachtet. Ist auch so, wir haben seit zwei Tagen etwas kälter draußen, Temperaturen dementsprechend sinken natürlich auch im Raum und dementsprechend wird die Heizung mehr Wärme abgeben, damit der Raum die Temperatur halten kann und dementsprechend ist die Strahlungswärme dann intensiver geworden und das hat sich jetzt so gezeigt. Okay, dass ihr das dann auch mitnehmen könnt, falls bei euch sowas mal passieren sollte. Dann haben wir jetzt nochmal kurz die Chili hier, die wahrscheinliche Nicht-Adi-Charapita, auch das ist so blöd, ne? Aber nun ja, die Früchte sind mega cool, das ist schon mal eine geniale Sache. Ob wir herausbekommen, was das denn tatsächlich für eine Chili ist, weiß ich noch nicht, vielleicht im Laufe der Zeit. So, das Ding steht hier im Anstauverfahren, das heißt also, hier gieße ich in den Topf Wasser rein mit Nährstoffen, solange bis der Topf gefüllt ist, also im Flutverfahren im Prinzip. Und jetzt hat sich gezeigt heute, dass hier also kein Wasser mehr drin steht. Es ist allerdings noch feucht, von daher warte ich noch ein, zwei Tage ab und dann werde ich das komplett den Becher wieder fluten mit Wasser und Nährstoffen, wie wir das halt so handhaben. Ne? So, das funktioniert schon mal mega cool und das ist also auch so ein Projekt für dieses Jahr, was wir, denke ich mal, stärker beobachten werden.
mit diesem Flutsystem, ob das denn wirklich wunderbar funktioniert. So, das könnte man rein theoretisch dann auch für diese Selbstbewässerung mit übernehmen, rein theoretisch, nicht wahr? Aber müssen wir mal gucken, was das uns im Laufe der Zeit bringt. So, da habe ich das jetzt kurz abgehakt, weil das hat mich heute Morgen beschäftigt. Und jetzt schauen wir uns, würde ich sagen, ausnahmsweise mal wieder ein paar kleine Updates an. Okay, fangen wir mit den beiden Kandidaten an hier. Das ist einmal der Gummibaum, den Steckling, den wir gemacht hatten am 12.12.2018. Am 14.01. haben wir dann einmal das Wasser gewechselt, verwenden Osmosewasser in dem Fall auch wieder. Genauso wie auch bei dem Ananas-Schopf hier, den wir gemeinsam gemacht haben aus der Baby-Ananas. Auch hier haben wir Ananaswasser, Osmosewasser genommen, um ihn zum Wurzeln zu bringen. Und da schauen wir gleich mal an, wie das Ganze aussieht bei beiden Pflanzen in der Entwicklung her von den Wurzeln. Unsere Baby-Ananas. So steht das Ganze jetzt hier in dem Behälter drin. So gerade eben, dass unten Wasser dran kommt, vielleicht kann man es jetzt schon etwas erkennen. Der Ananas-Schopf, das ist sowas von genial. Das Ganze war am, jetzt muss ich wieder drehen. Da steht es. Am 6.1. haben wir das Ganze herausgenommen aus der Frucht, haben ihn dann mit Holzkohle betupft an der Schnittstelle und haben ihn dann einen Tag liegen lassen und haben ihn dann hier hineingehangen im Prinzip, ne? In diesen Behälter. Ja, und schau an, tatsächlich haben sich wunderschöne Wurzeln entwickelt. Also, dass das jetzt so schnell ging, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Die sind jetzt noch recht klein, die Wurzeln. Das Ganze bleibt also noch eine Zeit lang hier drin, bis die Wurzeln etwas länger sind. Ich denke mal ungefähr die Hälfte der Länge des Schopfes in etwa. Das sehen wir dann im Laufe der Zeit. Also, es hat wunderbar funktioniert. Es ist nichts am Schimmeln. Alles richtig schön klar. Es lohnt sich also tatsächlich. Frisch heraus aus der Frucht, dann dementsprechend desinfizieren die Schnittstelle, einen Tag liegen lassen und dann das Ganze ins Wasser hängen. Wie gesagt, nur ein ganz bisschen so, dass so eben Wasser drankommt, ist natürlich jetzt so ein Fingerspitzengefühl, ne? Man muss aufpassen, dass das Wasser nicht zu weit absackt, weil es verdunstet ja auch ein Teil. Aber ansonsten ist es eigentlich soweit jetzt, denke ich mal, sehr gut gelaufen mit dem Ananas-Schopf. Und dann schauen wir uns jetzt mal gemeinsam den Gummibaum-Steckling an, wo sich dann jetzt auch etwas getan hat. Wie gesagt, am 12.12. haben wir das begonnen hier. Jetzt kann man tatsächlich hier unten an der Schnittstelle schon eine kleine Wurzel erkennen. Also das ging dann jetzt, also würde ich sagen, auch relativ schnell. Ne? Aber bisher hat es ja eigentlich immer funktioniert, von daher ist das jetzt auch nicht so ein Wunder in dem Sinne. Aber mit Osmosewasser klappt das also wirklich wunderbar. Wir haben ja also die Blätter auch dran gelassen, diese beiden großen, nicht eingekürzt, gar nichts. Das Ganze war also ausreichend mit Wasser versorgt und dementsprechend konnte sich jetzt hier eine Wurzel so schnell entwickeln. Das weiß hier, das ist noch der Saft, also Gummi im Prinzip, ne? Also ist schon cool, dass das so schnell geht. Okay, also auch das hat tatsächlich wunderschön funktioniert. Wie gesagt, Wasser gewechselt haben wir ein einziges Mal in der Zeit, ne? Also in circa einen Monat später dann. Ja, meine Güte, das geht jetzt aber echt ratzfatz hier. And the next one, das ist die weiße Sapote, wo der Samen damals hier am Schimmeln war. Das Ganze hatten wir in Zewa gepackt, in eine Plastiktüte und dort fing der Samen an zu keimen und zu schimmeln. Da haben wir das Ganze gut gesäubert und dann nochmal eingepackt kurz in Zewa, glaube einen Tag oder so. Moment, erster, zweiter, 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 ja. Kann ja nicht sein. Erster, zweiter, Moment. Erster, zweiter, was habe ich denn hier wieder drauf geschrieben? Oh ne, römisch. Okay, ne, dann haben wir ihn hier eingepflanzt und ja, er ist nicht weiter geschimmelt, dafür ist er aber weiter gewachsen. Und das sehr, sehr schön. Ja, bekommt auch Zusatzbeleuchtung, allerdings momentan noch nicht ganz so viel. Ich bin überlegen, ob ich ihn jetzt etwas höher stelle zum Licht hin oder nicht. Ich würde sagen, ich warte noch ein paar Tage ab. Ich meine, er ist ja jetzt recht rasant am Herauswachsen. Ich beobachte jetzt einfach erstmal die Internodienabstände hier von Blatt zu Blatt, wie das Ganze sich entwickelt. Ob das kompakt bleibt, so wie bei den Kakaopflänzchen oder ob das jetzt schießen wird. Ne? Sollte es schießen, dann bekommt die Pflanze mehr Licht. Ansonsten warte ich jetzt erstmal ab. Gedüngt haben wir noch nicht hier in der Vulcatec, in dem Vulcatec-Substrat bisher. Ist also noch nicht notwendig. Die Pflanze kann also tatsächlich aus dem Samen noch Kraft tanken, da ja ein Großteil noch erhalten ist von dem Samen.
Wurzelwachstum kann man jetzt hier noch nicht erkennen. Hier sieht man, wie wir das Ganze gehandhabt haben. Das steht also auch im Anstauverfahren, ne, dass das also immer schön im Wasser steht, ausreichend Feuchtigkeit nach oben saugen kann. Also auch das hat wunderbar funktioniert. Er ist ein Kandidaten, wo man gedacht hätte, oh je, der wird aber nichts. Nun ja, er ist tatsächlich was geworden. Wir müssen mal gucken, wie wir jetzt damit weiter vorgehen mit der weißen Sapote. Wenn wir schon davon sprechen, dann schauen wir uns auch natürlich noch etwas näher an. Unser Kakaopflänzchen, das ist jetzt das letzte Blatt, das herausgewachsen ist. Also ist richtig schön groß schon. Ja, kräftig glänzende Farbe. Ich drehe das Ganze mal, dass wir den neuen Austrieb, naja, Austrieb in dem Sinne, das neue Blatt sehen können. Tada! Da ist es. Klitzeklitzeklein kommt es hier herausgewachsen. Und das Interessante ist also hier wirklich bei dieser Pflanze, dass sie also im Habitus sehr kompakt wächst. Das ist wahrscheinlich etwas zu dunkel. Ich denke, man kann es auch so erkennen, dass hier also die Blätter, ne, das ist das letzte Blatt, das herausgewachsen ist. Jetzt das nächste hier und das davor und so weiter und so fort. Das ist also knubbelig kompakt wächst das Ganze hier, ne? Nicht so, wie man das sonst eigentlich kennt, dass es ein Triebwachstum gibt und dementsprechend das Ganze dann weiter wächst. Also hier kommt tatsächlich ein Blatt nach dem anderen. Eins, 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 eins. Ist schon cool anzusehen so. Also ja, mega cool sogar. Habe ich so auch noch nicht beobachtet, muss ich ehrlich sagen. Von daher, ups, war jetzt ein bisschen zu nah. Ja, das ist schon mal richtig genial anzusehen, dass das so kompakt wächst, ja, und die Pflanze bekommt, ja, man kann schon mal sagen, sehr wenig Licht. Soll ich euch mal zeigen, eben, wo die steht? Ich meine, die meisten wissen es ja, aber ich denke mal, zur Demonstration wäre das sicherlich von Vorteil, dass man das auch mal, ja, ich sag's mal, real mitbekommt, wie die Pflanze steht. Und bei der Gelegenheit können wir vielleicht das eine oder andere uns auch noch anschauen, dann dementsprechend. Ich habe ihn hier nochmal hingestellt, den Topf mit dem Kakaopflänzchen, das jetzt schlapp gemacht hat. Also es stand hier relativ nah an der Heizung, dadurch diese Strahlungswärme halt hier gegeben. Das war also nicht so optimal, da er halt wenig Wurzeln hat. Von daher werde ich den gleich wieder wegstellen. Nur demonstrativ habe ich ihn jetzt einfach mal kurz hier hingestellt. Ja, ansonsten würde ich sagen, wächst hier alles mega cool. Richtig genial, trotz relativ wenig Licht in dem Sinne. Dort oben hängt die Lampe, ne? Ja, also es funktioniert. Manche Pflanzen brauchen halt nicht ganz so viel Licht, wie man denken mag. So, ich schwenke einmal kurz hier durch. Moment, was wollte ich euch zeigen? Ach ja, hier. Die Thai-Mango. Ne? Wächst sehr, sehr verhalten bisher, aber ist knackig grün. Okay, warten wir einfach weiter ab. Und dann die Jacaranda hier. Nach wie vor zickt sie ein bisschen rum. Jetzt steht sie auch noch nicht ganz so lange hier. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass sie vielleicht mal dann dementsprechend besser wächst. Aber naja, muss ich beobachten. Okay, hier steht jetzt unser Kakaopflänzchen. Pass mal auf, ich habe das Ding schon mal hin. Unseren Luxmeter. Und hier haben wir auf der Höhe jetzt also noch ca. 500 Lux. Ist also nicht wirklich viel, aber vollkommen ausreichend für die Jungpflanze. Und auch die anderen dementsprechend stehen hier unter relativ wenig Licht. Kann auch sein, dass dadurch demnächst noch alles besser wächst, ne? Durchaus denkbar. Also müssen wir abwarten. Ja, also hier stehen dann so ein paar andere Pflanzen noch. Eukalyptus, da hinten noch der Affenbrotbaum. Ist zwar noch nicht gewachsen, aber es geht ihm relativ gut. Müssen wir abwarten. So, hier noch die andere Kakaopflanze, die wir vor kurzem umgepflanzt hatten. Die vorher in der Hydroponik stand. Das letzte Blatt, was herausgewachsen war, hat noch diese Punkte hier, genauso wie das etwas ältere. Da müsst ihr jetzt abwarten auf das neue Blatt, das herauswächst. Ich denke mal, wenn das herausgewachsen ist, das kommt jetzt auch schon, das wird dann wahrscheinlich wieder, ich sag's mal, normal sein. In dem Sinne, okay. Das Glücksbäumchen. Oh ja, das ist also mit eines der schönsten Pflanzen. Ja, das ist wirklich mega cool. So, ich muss mal kurz Luft holen. Die Mandarine, ja, sie ist ausgereift, also die Triebe sind ausgereift. Jetzt warte ich darauf, dass irgendwann mal ein neues Wachstum kommt. Das ist mega cool. Aber die ist noch nie so genial gewachsen, noch nie. Solange wie ich sie habe, hatte ich immer irgendwie mal Probleme zwischendurch gehabt. Aber jetzt hier eine Selbstbewässerung, das ist sowas von easy. Das ist mega cool. Ne? Genauso wie hier unser Granatapfelbäumchen, Punica Granatum Nana. Ja, Nana heißt jetzt eigentlich nur noch wegen der Früchte, weil der Baum selber ist ja nun wirklich nicht mehr Nana. Das ist also schon gigantissima, würde ich fast sagen. Also das Teil geht ab, das ist, Alter, ne? Ist der Wahnsinn. Das, so ein Wachstum habe ich noch nie gesehen bei solch einer Pflanze. Bei der Punica Granatum Nana. Da habe ich übrigens hier unseren automatischen Ein- und Ausschalter mit der Fernbedienung. Ist dann doch einfacher, ne? Weißt Bescheid? Ja, man muss das Leben auch einfacher machen. So, Ficus wollte ich gerade sagen. Feigenkaktus. Das ist jetzt der Neuaustrieb.
seitdem sie hier drunter steht. Also tatsächlich, ja, hat sie auch einen Neuaustrieb. Allerdings gibt es hier so ab und zu ein paar kleine Probleme. Das war hier, da sieht man oben, die Spitze ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt direkt ein Pilz ist oder was, aber irgendwie wollte der nicht mehr weiter wachsen, hat aufgehört, ist braun geworden. Aber nun ja, er treibt jetzt hier oben wieder fröhlich aus und von daher ist das, naja, abwarten, nicht wahr? Was alles so parkiert passieren kann im Reich der Pflanzen, ist doch genial. So, den hatten wir ja schon gesehen hier vor kurzem, vorgestern. Dann haben wir nochmal Kapok, die Sämlinge. Auch wunderschön am Wachsen, kommen auch mit relativ wenig Licht zurecht. Wie die meisten Pflanzen eigentlich, ne? Beim Johannesbrot hat es jetzt erst etwas gezeigt, der steht hier nämlich auch etwas zu nah an der Heizung. Wenn ich hier die Hand hinhalte, dann spüre ich das, wie die Wärme hier dran lang zieht. Das ist halt magendlich, ne? Also auch den muss ich jetzt gleich mal schnell woanders hinstellen. Ich meine, er hat Neuaustriebe hier. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil das war auch ein Neuaustrieb. Und wenn der jetzt schon trockene Blätter und trockene Triebspitzen bekommt, so wie hier, ja, das ist dann nicht so optimal. Also den stelle ich jetzt gleich etwas weiter weg von der Heizung, damit das Ganze nicht so warm wird in dem Sinne. Aber ist schon mega cool, was alles geht. So, das war's für heute schon, denn wir haben noch etwas vor. Wir möchten heute wieder nach draußen gehen. Es soll noch schön bleiben, von daher wollen wir das natürlich ausnutzen. Es ist recht kalt schon draußen, jetzt minus 8 Grad hatten wir heute Morgen gehabt. Ich denke mal, ein bisschen wärmer wird es jetzt wohl sein, wir haben gleich Mittag. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald. In dem Sinne, euer Detlef Römisch und viel Spaß mit euren Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Ja, es ist schon genial, das drinnen und draußen zu sehen, zu beobachten, wie die Pflanzen auch draußen in der Natur dementsprechend sich entwickelt. Dass man immer so ein bisschen das Auge offen hält für das, was da passiert. Auch wenn mal etwas passiert, was nicht so erwünscht ist, aber es passiert auch draußen in der Natur. Ich weiß, die Kastanien, die wir gestern gesehen haben. Mal gucken, ob die es draußen überleben, wenn sie so nackig auf dem Boden liegen, jetzt wenn es so richtig kalt wird. Ich werde die Tage mal hingehen, mal gucken, wie die Samen dort liegen, sich entwickeln. Wenn es keinen weggesammelt hat, weiß man ja nie, nicht wahr? Oder Tier, die weggefressen hat, auch durchaus denkbar, nicht wahr? Auch sowas passiert in der Natur, nicht nur im Haus in dem Sinne. Ja, so, ab Anfang der Woche, nee, Dienstag oder Mittwoch soll es sogar, glaube ich, Schnee geben. Das wäre natürlich mega cool. Ja, das macht dann richtig viel Spaß, dann wird alles noch viel heller draußen, noch leuchtender. Und das ist dann, ja, für die Seele mal richtig schön. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen, aber ich denke mal nicht eigentlich das, was ich abtun wollte, habe ich heute abgetan. Insbesondere das natürlich mit der Heizung, Strahlungswärme bei Jungpflanzen, ne? Wenn die also kaum Wurzeln haben, ganz gefährlich, okay? Dass wir das auch so verinnerlichen. Okay, bis denn. Ciao, ciao. Ja, so, das heißt also, bearbeiten brauche ich den für mich, das kann ich nachher machen, weil ich lade den sowieso nachts jetzt immer hoch. Und das Zeit und das Rennen dauert ja auch eine halbe Stunde. Von daher kann ich jetzt erstmal, ja, mal gucken, ne, wo wir gleich nach draußen losziehen. Auf jeden Fall den Himmel beobachten. Nein, nicht wegen der Chemtrails, sondern wegen dem schönen Blau.